ein Verein ist, der über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Das ist ein Verein, der wirklich mit einer tollen Tradition daherkommt, der ein schönes Umfeld hat, ein super Stadion hat und diesen Verein wieder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Leben einzuhauchen, bei diesem Projekt dabei zu sein, das ist etwas, was mich wirklich anspornt, wozu ich totale Lust habe. Die SG Wattenscheid ist so der, ja, sympathische Verein von nebenan. Das ist so, in Fußballerkreisen sagt man auch, das Freiburg des Ruhrgebiets. Also ist dieser kleine sympathische Verein, der zwischen den Großen versucht zu überleben. Und ja, das ist dann etwas, wo ich sage, damit kann ich mich identifizieren, da so einen eigenen Weg zu finden. Wir nennen es den neuen Wattenscheider Weg. Das ist etwas, was mich inspiriert und wo ich glaube, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind, auch zwischen den großen etablierten Vereinen unser eigenes Dasein wirklich durchziehen zu können. Klar ist die Tradition allgegenwärtig. Wenn man oben auf dem Weg zum VIP-Bereich ist, auf dem Weg zur Geschäftsstelle ist, dann sieht man ja die ganzen Fotos die ganzen Mannschaftsfotos aus dieser Zeit auch. Und das ist natürlich etwas, was auch unsere Spieler sehr inspiriert, aber man darf die Tradition auch nicht als Bürde auffassen, sondern Tradition ist etwas, was so im Gedankengut der Fans weiterlebt und das ist auch etwas, was wir immer in guter Erinnerung behalten wollen. Jetzt ist allerdings so ein Zeitpunkt gekommen, wo wir auch sagen müssen, in der Tradition uns bewegen, ja, aber wenn wir weiter nur in der Vergangenheit schwelgen, dann werden wir das hier nicht gewuppt bekommen und von daher müssen wir auch gucken, dass wir so eine Balance kriegen. Tradition ja und das mit dem neuen Weg zu verbinden, das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Damit beschäftigen wir uns jetzt ehrlich gesagt gar nicht, weil wir jetzt gerade in der Westfalen-Oberliga anfangen werden und das ist die fünfthöchste Spielklasse. Wir sind so weit vom Profifußball entfernt wie die Erde vom Mond und diesen Gegebenheiten müssen wir jetzt auch ins Auge sehen. Und das wissen die Jungs, sie sind, wie gesagt, fasziniert von der Historie, von dem Stadion und haben ja auch mitbekommen, welchen Bonus uns die Fans im Vorhinein gegeben haben durch die große Anzahl an verkauften Dauerkarten. Aber ansonsten versuchen wir zumindest den Druck von den Jungs fernzuhalten, weil jetzt gilt es dann erstmal wirklich ab übernächster Woche sportlich in die Spur zu kommen. Alles andere, das Organisatorische, haben die Verantwortlichen hier wirklich vorbildlich gelöst in den letzten Monaten und jetzt liegt es dann an uns, diesen Weg weiter fortzuführen. Saison, da kann man nicht vom Umbruch sprechen, weil wir hier einen kompletten Neuanfang haben und da gilt es jetzt wirklich in den ersten Spielen zu punkten, um so schnell wie möglich uns von den unteren Rängen abzusetzen und wir haben uns wirklich auf die Fahnen geschrieben, hier ein ruhiges Jahr hinzubekommen und dazu gehört dann natürlich auch eine sportliche Ruhe, dazu gehören Punkte und die wollen wir so schnell wie möglich einsammeln, um wirklich hier alles in ruhiges Fahrwasser zu bekommen. Einfach einen riesengroßen Dank. Ich habe es gerade schon angesprochen, dieser Enthusiasmus und auch diese Leidensfähigkeit, den die Wattenscheider Fans an den Tag legen, der ist wirklich phänomenal und das ist auch mit ein Grund, warum wir alle hier so hoffnungsvoll und so optimistisch gestimmt sind, weil wenn wir uns auf eins in Wattenscheid verlassen können, dann auf die Fans, auf die Zustimmung, auf diese positive Seite unserer Anhänger und wie gesagt, ohne diese verkauften Dauerkarten, ohne diesen Vorschuss, den wir bekommen haben, wäre das hier ungleich schwerer und das ist jetzt wirklich ein riesengroßes Dankeschön und ein riesengroßen Respekt, den wir unseren Fans entgegenbringen. Das ist eine gute Frage, mit der sich natürlich auch der ein oder andere Sympathisant beschäftigt. Ich möchte da ganz anders drauf antworten. Für uns ist es wichtig, dass es die SGW in 10 Jahren noch gibt und deshalb haben wir diesen jetzigen Weg eingeschlagen und eigentlich ist es
zweitrangig, wo die SGW steht. Wichtig ist, dass sie da sein wird, und dafür haben die Verantwortlichen alles getan. Ich werde aus sportlicher Sicht alles, was in meinen Kräften steht, dafür tun, dass wir erfolgreich Fußball spielen, und wo es dann in 3 Jahren sein wird, das werden wir sehen. Wie gesagt, wichtig ist, dass es die SGW in 3, in 10 und in 30 Jahren geben wird.